Ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Kongress. Und ich habe heute, ja, ich freue mich, dass ich den Dietrich, Dr. Dietrich Klinghardt wieder im Gespräch habe. Er war schon mal bei uns. Er war sehr beliebt und er ist ja auch einer der beliebtesten internationalen Ärzte. Er hat eine enorme Kompetenz an und bringt sehr viel Wissen mit und er guckt die Dinge immer auf allen Ebenen an. Und das wertschätze ich so an dir, Dietrich. Und du hast ja auch eine Erfahrung, schon fast 50 Jahre bist du jetzt in der Praxis und hast deine eigenen Institute in Deutschland. Da hast du ja schon viel von dir reden gemacht. Natürlich auch in USA, Seattle und in Great Britain auch. Und da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, als die ganze Pandemie so aktiv war, wo du gesagt hast, wo die Masten aufbauen gerade und wo gerade diese ganze 5G-Thematik auch sehr aktuell war, zusammen mit der Impfung. Das war ja auch noch was, wo man immer erst dachte, ist das jetzt Verschwörungstheorie oder nicht? Und mittlerweile sind ja viele Dinge auch, haben sich auch bewahrheitet, die erst immer so, wo man erst mal gedacht hat, ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute über dieses Thema nochmal sprechen, gerade was jetzt danach ist und das Erbe dieser ganzen Geschichte und ob es vielleicht auch Lösungen gibt für Menschen, die, egal wie sie sich darauf eingelassen haben. Genau, und meine Frage wäre natürlich gleich, welche Belastungen haben wir Menschen, also sei es geimpft oder ungeimpft, nach diesem Pandemiegeschehen? Das Also, hat ja Spuren hinterlassen. ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, die Grundvoraussetzung, oder dass es ein Designer-Virus war, oder? Das ist eine Kombination von den klassischen Coronaviren und HIV. Ja, das ist inzwischen ja bekannt und veröffentlicht, die Gensequenz von Covid. Der Keim ist also so angelegt, dass er praktisch uns allen eine AIDS-ähnliche Erkrankung gibt. Ja, da gibt es heute keinen Zweifel mehr aus der Wissenschaft, oder? Und AIDS oder HIV selber war eine Erkrankung, die eigentlich keine Symptome macht, sondern die eine allgemeine Immununterdrückung macht. Und woran die Leute dann erkranken und sterben, sind die ganzen sekundären Erkrankungen, die dann in uns sich ausbreiten, weil wir unser Immunsystem nicht funktioniert. Wir haben ein wunderbares Immunsystem. Wenn man das allein lässt, kann es fast mit allem umgehen. Aber wenn man das Immunsystem einen Arm oder ein Bein abschneidet, dann kriegen wir sekundäre andere Erkrankungen. Und jetzt bei das Erbe eigentlich von Covid und natürlich dann potenziert das Erbe von der Impfung, ist ein weltweiter Schaden des Immunsystems, der es jetzt möglich macht, dass die Leute die ganzen Erkrankungen wiederbekommen, die sie schon mal hatten, aber dann in gesteigerter Form. Und das schließt ein die Lyme-Borreliose, es schließt ein die chronische Müdigkeit mit dem Epstein-Barr-Virus und Zytomegalie-Virus und Coxsackie-Virus. Es schließt ein, was häufig übersehen ist, die Reaktivierung von Streptokokken im Lymphgebiet, im Halsbereich, mit den ganzen Verwirrungen, die dann entstehen im Immunsystem. Und zusätzlich noch eine Unfähigkeit unserer Entgiftungsenzyme richtig zu arbeiten. Also Covid ist angelegt, um dass es so aussieht, als wären die Leute natürlich krank, oder? Dass natürlich der Krebs kommt, weil er eh schon gewartet hat. Oder dass es gibt kein Krankheitssymptom, das verursacht ist durch Covid direkt. Ja, es gibt nicht irgendwie ein besonderes Schlüsselsymptom, wo man sagt, ah ja, das ist chronisch Covid, sondern die Tatsache ist, die Infektion mit dem Keim ist weltweit. Es gibt ein paar kleine Stämme im Amazonas, die dem Keim nicht ausgesetzt waren. Aber ansonsten sind es 99,999% der Menschheit ist diesem Keim ausgesetzt gewesen und der Keim ist in uns. Und eine Sache, die mir wichtig ist, aus der Praxis zu sagen, es gibt zwei Arten von Menschen.
Die einen sind die irgendwann akut erkrankt waren von Covid. Das heißt, die eine akute, starke Immunreaktion hatten. Manche sind gestorben durch ihre eigene Immunreaktion. Aber die meisten haben es überlebt. Und diese Leute haben oft weniger Langzeit-Spätschäden. Die haben bestimmte Spätschäden an der Lunge, so die sich heilen lassen, und an den Blutgefäßen, haben heilbare Schäden davon. Was ganz schlimm ist für mich zu sehen, sind die Patienten, die keine Immunreaktion hatten. Die sagen, ich hatte nie Covid, super, und jetzt kommt der Krebs. Und jetzt kommt die Autoimmunerkrankung. Und jetzt kommen Ulceritis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Jetzt kommt die Myokarditis. Jetzt kommen die chronischen Nackenbeschwerden und die chronischen Migräne, die der Patient vorher nie hatte oder manchmal vielleicht leicht hatte und jetzt massiv. Und das ist eigentlich das, was wir in der Praxis sehen. Und das Schlimme für uns ist die Uneinsichtigkeit dieser Leute oder dass sie jetzt, obwohl sie jetzt Rückenschmerzen haben oder obwohl sie jetzt eine Myokarditis haben, dass sie für Covid behandelt werden müssen, dass sie ein Virus in sich haben, der biologisch aktiv ist, sich reproduziert und weitgehend weiter Schäden macht am Immunsystem. Das gilt natürlich jetzt separat davon, ist diese Geschichte mit dem Spike-Protein, oder dass die nicht nur die Geimpften, sondern auch die Ungeimpften, jeder von uns durch diesen Virus verwandelt wird in eine Fabrik von diesen Spike-Proteinen, die absolut katastrophisch schlimm sind für unser System, die an verschiedenen Stellen verschiedene Schäden setzen. Und bei den Geimpften, was eigentlich dazukommt bei den Geimpften ist es Graphenoxid oder die Graphenoide, diese selbstorganisierenden eigenartigen Kohlenstofffabriken in uns, die selbst replizierend sind. Das heißt, wenn es einmal eingeimpft ist, hört es nicht aus, sondern das Graphenoxid sucht sich aus der Umgebung Kohlenstoffatome und baut sich selber dann diese großen Gewebedinger, die wir dann bei den Toten finden, diese großen Gewebegeflechte, die Blutgefäße verstopfen. Also bei den Geimpften haben wir eben, die Geimpften kriegen ja genauso Covid wie die anderen, und dieser Mythos, dass die Geimpften nicht die schwere Form von Covid bekommen, da gibt es ja keinen einzigen Beweis dafür, dass das stimmt, sondern das sind eben natürlich Propaganda-Dinge, die uns erzählt wurden. Aber was schlimm ist bei den Geimpften, und das wissen wir nun aus hoher Stelle von Pfizer, dass eingebaut in die Impfung waren Messenger-RNA-Sequenzen, die Persönlichkeit und das Denken der Leute verändern, die geimpft sind. Und ihr seht es ja auch bei euch, oder? Ja. Ehepaar oder beide so um die 50, beide werden geimpft. Er fällt 3 Tage später tot um. Sie geimpft. Nein, das hat ja nichts mit der Impfung zu tun. Kann ja nicht sein, oder? Diese völlige Verneinung von offensichtlichen Tatsachen, von offensichtlichen Zusammenhängen ist eingebaut in die RNA-Sequenz. Man weiß, dass man damit das Verhalten von Menschen und Tieren steuern kann mit Messenger-RNA-Sequenzen. Und das ist also mit Intention voll eingebaut bei Moderna und Pfizer. Jetzt nicht bei AstraZeneca, soweit wir wissen, und auch nicht bei den anderen Impfstoffen, die ja zum großen Teil weniger katastrophal sich ausgewirkt haben. Und wo unsere Haupterfahrung ist in der Praxis, ist diese enorme psychische, seelische Veränderung von Leuten, die geimpft sind. Was die Folgeerkrankungen angeht, ist wirklich mit der Ausnahme vom Graphenoxid
und der gesteigerten Produktion von Spike-Proteinen, mit der wir gut umgehen können, gibt so von den Langzeitwirkungen wenig Unterschiede zwischen Covid und geimpft. Aber was die Persönlichkeit angeht und die Fähigkeit zu beten oder zu meditieren, das ist den Leuten, die geimpft sind, völlig verbaut. Und das ist natürlich kriminell. Ihr wisst, dass der Rudolf Steiner hatte das vorausgesagt im Jahr 1916, also in den Jahren während dem Zweiten Weltkrieg, hat er vorausgesagt, oder, dass die Amerikaner einen Impfstoff entwickeln werden, der uns von unserem Hören völlig abtrennt. Und genau für diese Zeit vorausgesagt. Und das heißt, irgendwo ist da auch ein vielleicht in Gott gewolltes Schicksal drin für uns Menschen, oder, dass wir in diese extreme Zeit geraten sind, dass es kein Zufall ist, sondern schon vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren vorausgesagt wurde, sage ich, dass es auch zur Evolution, zur Entwicklung dazu gehört. Und da machen wir uns natürlich, wir Wissenschaftler, uns alle Gedanken, okay, wo könnte der evolutionäre Vorteil stecken? Ja, genau, das habe ich auch schon gefragt. Bei 3 Jahren, die wir da durchgemacht haben. Und ich habe bis jetzt keinen gefunden. Ja, aber irgendwo aus höherer Sicht gibt es den sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ich habe noch eine Frage dazu. Wie ist das denn dann die Belastung der Ungeimpften? Und gleichzeitig, also, weil die haben ja auch Belastungen aus der Zeit mitgenommen. Und du hast gesagt, die Covid gar nicht hatten, für die wäre es ganz schwierig. Also, ich hatte es nie. Ja, die meinten, sie hatten es nicht. Ach ja. So. Also, ich hatte es nicht. Ja. Ja, das sind die, die auf lange Zeit oft am meisten betroffen sind. Das sind die Frauen, die jetzt nicht fruchtbar sind, die keine Kinder kriegen können. Es sind die Leute mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden, die sie früher nicht hatten. Oh. Die Leute, die plötzlich ins Nierenversagen gehen. Leute, die plötzlich chronische Nackenschmerzen haben oder eine Hüfte plötzlich massiv aus dem Gleis gerät und massiv wehtut. Ja, und da finden wir eben mit meiner Methode, mit dem autonomen Response-Test, dass diese Gewebe reich sind an aktiven Coronaviren, ja, die ihren Platz gefunden haben im System und das unter dieser Schwelle von Wahrnehmbarkeit das Immunsystem untergangen haben, sozusagen, ja, sich ausgebreitet haben, aber so raffiniert und so klug, dass das Immunsystem es nicht gemerkt hat. Und an den Stellen, wo es der Virus übernimmt, also einfach zahlenmäßig und von der Aktivität her so massiv wird, da plötzlich merkt das Immunsystem und es sieht dann aus wie eine orthopädische Erkrankung, es sieht aus wie ein Schulterschmerz oder wie Kieferschmerzen oder die Augensicht kommt und geht, die wird plötzlich, aber bei vielen Leuten ist es das einzige und erste Symptom der chronischen Corona-Erkrankung, ist jetzt das Glaukom oder der graue Star oder die Makuladegeneration, die vorher nicht da war. Naja, ich bin ja 60 Jahre alt und es gehört ja, nein. Oder? Und das ist, was mich verrückt macht. Und das ist wirklich nur möglich gewesen über den autonomen Response-Test. Und natürlich der Beweis, dass ich recht habe mit dem, liegt daran, dass wenn wir die Leute für Corona behandeln, anstatt für die Schulterschmerzen, anstatt dass wir jetzt Ozon oder Cortison reinspritzen, behandle ich mit meinen Corona-Maßnahmen. Die Schulterschmerzen verschwinden. Das heißt, der Beweis für diese Theorien liegt natürlich immer nachher in der Praxis. Und da bin ich eben einer von den wenigen auf der Erde, der einmal ein Werkzeug hat zu diagnostizieren, diese lokalisierten Virusinfektionen und Aktivitäten und auf der anderen Seite auch Werkzeuge habe, die ich überprüfen kann. Oder dadurch, dass ich jeden Tag 12 Patienten sehe, von morgens bis abends, oder? Und dann diese Patienten nicht plötzlich, wenn ich in der Uni wäre, oder? Und dann sehe ich die Patienten mal für 10 Tage und dann nie wieder und schreibe dann tolle Arbeiten, was alles toll funktioniert hat, oder? Aber in der Praxis, oder? Wenn es nicht funktioniert, ist der Patient wieder da und wieder da und wieder da. Und wir haben eben über dieses Feedback
von den Patienten, die besser werden, wo die Behandlung gelingt, gelernt, dass das, was ich jetzt euch mitteile hier in dieser Stunde, ist wahr und bestätigt und richtig. Und jetzt, was die Frage angeht, was die nicht Geimpften angeht, ja, so, dass ich sage, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wenn ihr nicht geimpft seid und habt keine Symptome, dann ganz, ganz ehrlich schauen, habt ihr wirklich keine Symptome? Oder ist da nicht doch was, was sich langsam anbahnt, was vorher nicht da war? Ja, die Kreuzschmerzen, der Nebel im Gehirn, die Vergesslichkeit, die Augenprobleme, der Tinnitus, die Kiefergelenksbeschwerden, die Schluckbeschwerden, die Magenbeschwerden, ganz, ganz häufig der Verlust an Sex Drive, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, an Verlust an Libido. Aber ja. Und, ja. Aber oder, nein, ja, ich oder verstehe, auch, was auch bei den Männern, die erektile Dysfunktion, das ist ja massiv explodiert. Und deshalb immer vorsichtig sein. Es gibt natürlich Leute, die ein tolles Immunsystem hatten, die mal einen Tag ein klein bisschen Halsweh hatten und das war dann die Erkrankung. Die sind natürlich nicht die, die bei mir in der Praxis sind, sondern die Leute, die zu mir in die Praxis kommen, sind jetzt häufig neue Patienten, meine alten Patienten. Und das ist wirklich wunderbar. In den 2 oder 3 Covid-Jahren oder habe ich ja mit meinen Patienten übers Internet online Kontakt gehalten mit allen und habe sie sozusagen geführt und gesagt, okay, jetzt wenn die ersten Symptome kommen, nehmt ihr dies und dies und dies ein und jetzt wenn chronische Symptome kommen, dies und dies und meine Patienten sind wirklich spurenlos durch diese Zeit durchgegangen. Wir haben also Übersicht über 5000 Patienten, da ist keiner gestorben, keiner in der Notfallambulanz gelandet. Es gab sicher schwere Lungengeschichten und schwere chronische Müdigkeit oder akute Müdigkeit bei unseren Patienten, aber sind alle super durchgesegelt ohne Krankenhausaufenthalt. Das war ja auch das Todesurteil für die Patienten, ins Krankenhaus zu kommen. Und jetzt so bei den Ungeimpften sehen wir natürlich, dass die wesentlich einfacher zu behandeln sind und trotzdem sehen wir, dass die Erkrankung sich oft versteckt, auch bei den Ungeimpften, in Geweben sich versteckt und immer darauf wartet, dass es wieder aktiv wird. Und wir empfehlen eben, dass die Leute für 2 Jahre eine Minimalbehandlung machen sollten, um diesen Teil abzudecken. Ja, und das funktioniert super. Ja, aber wir sehen eben innerhalb von diesen 2 Jahren Post-Covid Krebshäufigkeit hoch und die Diagnose von chronischen neurologischen Erkrankungen geht massiv in die Höhe. Und natürlich bei den Geimpften viel, viel steiler und viel, viel schlimmer. Aber bei den Ungeimpften eben auch ähnlich Verläufe, aber flachere, benignere Verläufe. Also das finde ich ganz wichtig, was du sagst, dass wenn wir jetzt zum Beispiel langanhaltende Halsschmerzen haben, die nicht weggehen und dass man an solche Dinge denkt oder Nackenschmerzen. Also das finde ich ganz wichtig, jeder, der das jetzt hört, sich selbst mal zu überprüfen, habe ich solche Sachen? Und dann habe ich jetzt rausgehört, können wir das heilen? Kannst du das vielleicht kurz umreißen, wie sowas aussehen kann? Ja, zumal wir ja auch viele Kollegen haben. Wir haben ja sehr viele Heilpraktiker und naturheilkundliche Ärzte. Und die werden jetzt natürlich solche Ohren kriegen und Interesse haben an dem, wie du behandelst und genau, wie du das genau machst, auch zu erkennen, ob da jetzt Covid im Spiel ist oder ob es was, ja, oder nicht. Mhm. Ja, es gibt natürlich bei euch in Deutschland, im deutschen Raum, Armin Labs, ja, das Labor Armin Labs, das sind die führenden im Moment weltweit, um die damit verbundene Immundiagnostik zu machen. Ich glaube, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil die deutschen Gesundheitsbehörden das ständig einschränken und sagen, nein, das dürft ihr nicht Covid-Panel nennen, sondern müsst ihr anders nennen, nichts zu tun mit Covid. Und das heißt, auch Armin Labs muss sich da verstecken. Und diese Immunpanels werden dort angeboten, wo man zeigen kann, die Veränderungen vom Immunsystem, die verursacht sind durch Covid. Und das empfehle ich mal einfach diagnostisch. Haben wir nichts anderes gefunden weltweit. Oder hier in den USA haben wir es versucht, mit den Laboren das einzurichten, so ein Panel mit 12 Immunfaktoren. Und wurde sofort von der FDA zugemacht.
Und an drei Versuchen jedes Mal sofort wieder zugemacht, obwohl wir es dann umbenannt haben und so. Es sind diese Interleukine und die anderen Faktoren, die bekannt sind. Ja, so beim, so ich kann es ja vielleicht sagen, beim akuten Covid oder das Interleukin 6 geht dann hoch und die D-Dimer, also einer von diesen Gerinnungsfaktoren, geht hoch und Ferritin geht hoch. Das sind so drei Parameter, an denen wir schnell erkennen können, ob das ein akuter Covid ist. Ja, aber im chronischen Covid gibt es viele, viele Faktoren, von denen mehrere positiv sein müssen. Das ist für jeden ein bisschen anders. Der Virus ist eben so angelegt, dass es kein einheitliches Diagnostikum gibt. Oder? Und ja, und wie gesagt, wir begrenzen uns darauf. Wir machen unsere Diagnostik mit dem manuellen Muskeltest, mit ART. Und dann, wenn wir Covid finden, testen wir dagegen, zum Beispiel gegen den Schulterschmerz, dann die führenden Medikamente, die wir gefunden haben. Und richtet sich danach. Wir haben viele Patienten, die rein biologisch arbeiten wollen. Das heißt, die würden nie irgendwie ein rezeptpflichtiges Mittel einnehmen. Dann haben wir Patienten, die möchten immer nur rezeptpflichtige Dinge einnehmen. Eigentlich aus dem Grund, weil in den USA ist es so, die meisten Patienten müssen selber bezahlen. Oder? Und dann ändert sich die ganze Medizin, oder? Wenn du plötzlich siehst, dass das Ibuprofen für den Patienten unbezahlbar teuer ist, oder? Oder einfache Medikamente unbezahlbar teuer sind und die biologische Alternative kostet ein paar Dollar, dann nehmen die Leute aus finanziellen Gründen bevorzugen unsere biologischen Mittel. Bei euch ist es anders, oder? Bei euch zahlt die Versicherung immer nur die schulmedizinischen Sachen. Ja, das heißt, die sind umsonst für den Patienten, oder? Und alle biologischen Maßnahmen kosten was, oder? Und dann natürlich ist es dann so, dass der Patient dann sagt, nein, können wir nicht irgendwie was Verschreibungspflichtiges finden? Und es gibt also diese zwei Arten der Medizin. Und wir haben uns da irgendwie dran gewöhnt. Also meine meisten Patienten bevorzugen die für sie sehr viel billigeren biologischen Mittel. Kostet so bei der Umrechnung ungefähr ein Dreißigstel von den Verschreibungsmitteln. Wenn man die Verschreibungsmittel finanziell selber bezahlen muss, kosten die im Schnitt 30 Mal mehr als eine entsprechende Behandlung mit den biologischen Mitteln. Ja. Aber andersrum, wenn der Patient Versicherung hat, die alles bezahlen, oder? Dann von der Mathematik her kosten die biologischen Mittel unendlich mal mehr als die schulmedizinischen. Und von daher haben sich eben zwei verschiedene Wege aufgetan in der Medizin, auch wie wir damit umgehen, wie wir die Dinge behandeln. Diese Immunpanels, das heißt, da wird ein Bluttest gemacht und dann in dieses Armin Labs eingeschickt in Deutschland. Und dann kann man, dann wissen die, welche Faktoren sie prüfen. Das heißt, man kann dann zu seinem Naturheilkundigen Arzt gehen und darum bitten, mit dieser Information so einen Bluttest durchführen zu lassen. Das ist ja vielleicht ganz sinnvoll. Genau, ja, nein, es ist super. Ja, also das ist wirklich eine Chance, die ihr habt. Jetzt gibt es sicher das IMD in Berlin und andere Labore, die nachgezogen sind, ja, die auch entsprechende Dinge anbieten. Das ist so ein bisschen Wettkampf unter den Laboren, aber ich weiß, bei Armin Labs weiß ich eben nun Bescheid. Das sind die Teste, die bei meinen Patienten, also wenn wir uns unbedingt eine Diagnostik brauchen, schicke ich das Labor nach Deutschland, ja, zu Armin Labs. Und da war bis jetzt jeder Fall positiv, den wir positiv gefunden haben. Ich brauche ja schon auch für meine Methode, für den Muskeltest, brauche ich schon immer wieder die Konfirmation, dass das, was wir testen, wirklich ist. Ja, und haben eben gefunden bei Armin Labs, das war der sensitivste Test. Und korreliert das dieses Virus eigentlich auch mit anderen Vergiftungen? Ich meine, du hast ja schon viel über Arzneimittelvergiftung gesprochen, du hast über Aluminiumvergiftung gesprochen und diese ganzen Dinge, die wir immer wieder so ansammeln. Ist es denn überhaupt sinnvoll, also wie fängt man denn eigentlich an? Weil dann ist es gut, erstmal überhaupt eine komplette Entgiftung zu machen mit Fasten und allem drum und Leberreinigung und so.
oder auch überhaupt mal die Schwermetalle rauszunehmen? Oder wie fängst du an dann bei den Patienten, um da aufzuräumen? Ja, also das Wichtige ist, die Viren werden entsorgt über die Leber, über die Gallengänge und dann über den Darm. Die werden nicht entsorgt über die Niere. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass der Entgiftungsweg Leber freigelegt wird. Also Leberreinigung im Herbst oder so. Ja, und da machen wir schon so die, wie heißt das, die wundersame Leber- und Gallereinigung nach Andreas Moritz. Das ist ein sehr schönes Buch, das ich sehr empfehle. Andreas war ein guter Freund, der ist leider auch auf mysteriöse Weise, er hat ein Buch geschrieben über die Impfungen. Und ein paar Tage nach Veröffentlichung wurde er tot aufgefunden. Das ist so das Schicksal, das wir nun hier kennen aus den USA. Er war Deutscher, aber hat in den USA gearbeitet. Aber sein Buch, die wundersame Leber- und Gallereinigung, ist super. Also wir machen Leber-Gallereinigung, wir machen Kaffeeeinläufe, diese Leberwickel mit Castor Oil, ich weiß nicht, wie es Rizinusöl, Leberwickel und geben natürlich, wir haben ja, ich betreue diese Firma BioPure in Österreich und geben unsere, ich weiß, ich habe vergessen, wie das Lebermittel heißt, aber der wichtigste Inhaltsstoff jetzt für die Spike-Proteine, oder? Ist der Löwenzahn oder die Löwenzahntinktur. Löwenzahntinktur ist lang bekannt als Lebermittel und meine Uni in Freiburg hat auf Anregung von mir, wir haben gefunden mit ART, dass der Löwenzahn einen enormen Effekt hat für die Entgiftung der Spike-Proteine über die Leber. Ja, und habe das meinen Freunden an der Uni in Freiburg weitergegeben und die haben eine Studie gemacht und es wirklich bestätigt, dass Löwenzahn das effektivste Mittel war, um die Spike-Proteine einmal zu knacken, dass die zerbrochen werden und dass die nicht mehr andocken können an ihrem Rezeptor an der Zelle. Ja, und eine wunderbare Arbeit, ja, die, ich habe vergessen, welche Zeitschrift es veröffentlicht, aber in einer hochstehenden schulmedizinischen Zeitschrift veröffentlicht. Und so, dass für uns so diesen Weg frei zu schaufeln, Leber und dann natürlich, was den Darm angeht, viele Dinge werden im Darm oder die Leberausscheidung in den Gallengang ist gleich am Anfang vom Dünndarm. Ja, der ist aber 4 Meter lang, oder? Das heißt, gleich in den ersten paar Zentimetern wird dieses auseinandergebrochene Spike-Protein und Graphenoxid und Viruspartikel werden da ausgeschieden. Und dann ist ein langer Weg nach unten. Und auf dem Weg nach unten werden viele von diesen Schadstoffen wieder zurückresorbiert. Durch die Aktivität der Bakterien und Pilze im Darm werden die so verändert, dass sie aussehen wie Nährstoffe und der Körper nimmt sie wieder auf. Und um das zu verhindern, ist dann der nächste wichtige Schritt, sind diese sogenannten Bindemittel. Mittel, die im Darm diese Bruchstücke binden, sodass sie nicht wieder aufgenommen werden können. Und natürlich das Hauptmittel, was ich empfehle, ist eine besondere Art von Chlorella. Das heißt Chlor Energy. Ja, und gibt es bei BioPure in Österreich. Und das ist, war jetzt auch für die Covid-Zeit vielleicht das wichtigste Einzelmittel. Oder weil jede Leber scheidet dieses Zeug aus. Wir können die Leberaktivität anregen, ja, durch, ja, wir können so diese typischen aus der orthomolekularen Medizin, Alpha-Liponsäure, Glutathion geben oder so, aber sehen da relativ wenig. Wir sehen wesentlich mehr Erfolg mit den Kräutermitteln. Ja, und haben Artischockenextrakt ist von der Schulmedizin her das wichtigste leberanregende Mittel und dann der Brokkolisprossenextrakt. Ja. Brokkolisprossenextrakt, ganz, ganz enorm wichtig. Ja, da ist dieses Sulforaphane heißt es, Sulforaphane, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Das ist eine super Substanz, um die ganzen Plastikpartikel auszuleiten und die ganzen nicht-metallischen Gifte auszuleiten. Die ganzen Agrochemikalien werden damit gebunden und ausgeleitet. Und das heißt, wir benutzen den Brokkolisprossenextrakt und Löwenzahnextrakt und dann hat BioPure hat eine Lebertinktur, ich habe den Namen leider vergessen,
wo die Artischocke ganz, ganz stark betont ist drin. Und mit diesen Mitteln schaffen wir es wirklich, die Leber als Ausscheidungsorgan für Covid fit zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Immer mit dem Bindemittel im Hintergrund. Und das ist bei jeder Behandlung chronisch Covid oder akut Covid der wichtigste erste Schritt. Ja. Natürlich, wenn Leute akut krank sind, kann man ihnen keine Leber-Galle-Reinigung machen. Ja, das gilt eher für die subakute Form oder für die chronische Form. Ja, und das ist so eigentlich so unser Hauptwerkzeug gewesen in der Covid-Zeit und jetzt so in dieser Nachzeit, jetzt diese 2 Jahre, die auf uns zukommen, oder? Es gibt viele Arbeiten, die inzwischen geschaut haben bei den Geimpften, ja, wie lange produzieren die denn jetzt exzessiv dieses tödliche Spike-Protein? Und die längste Arbeit hat den Patienten bis jetzt 2 Jahre gefolgt. Und in diesen 2 Jahren gab es keine Verminderung der Spike-Protein-Produktion. Und dann wurde natürlich dann als Schluss gesagt, naja, die hält für 2 Jahre an. Unter der Annahme suggestiv vorgeschlagen, dass es dann aufhört. Ja, aber bis jetzt ist jede Studie, egal wie lang die gegangen ist, einmal geimpft, immer Spike-Protein-Produzent. Und natürlich sind es nicht alle Organe, die es produzieren. Die Leber steht da im Vordergrund wieder. Aber es sind leider auch die Genitalien bei Frau und Mann. Ja, die Ovarien, Testis, die Milz sind so die 3 Hauptorgane, die betroffen sind. Ja, und beim Herz ist es ja ein bisschen anders, also das sollte ich vielleicht noch erwähnen, separat. Die Myokarditis, die finden wir übrigens auch bei den Nicht-Geimpften, aber sehr viel verminderte Form. Bei den Geimpften, was dazukommt, sind diese toxischen Phospholipide, die da verwendet wurden, um den Impfstoff zu erzeugen. Ja, und diese toxischen Phospholipide sind ausschließlich verantwortlich für die schwere Myokarditis und die Herzinfarkte und die Dinge, die wir sehen. Und da ist eigentlich der Trick, den Patienten zu saturieren mit guten Phospholipiden. Ja, und wir haben ein Mittel, ich weiß, bei Key Science in England heißt es Mycophos, bei BioPure hat es einen anderen Namen. Das wird so teelöffelweise genommen, das ist eine Flüssigkeit. Das sind die im Handel verfügbaren Phospholipide mit der kleinsten Molekülgröße. 40.000 Dalton, das ist das kleinste, feinste, was es gibt. Und diese Phospholipide konkurrieren am Herzmuskel mit den toxischen Phospholipiden, die sich da angedockt haben und treibt sie weg. Ja, das heißt, unsere Behandlung für die Myokarditis sind diese Phospholipide. Die sind in so einer kleinen Flasche. So teelöffelweise empfehlen wir das. So ein Teelöffel 2-mal am Tag bei den akuten Erkrankungen. Und das war fantastisch. Hat viele Leben gerettet. Ist auch zur Prävention? Empfiehlst du auch diese Sachen zur Prävention, die du gerade aufgeführt hast? Ja, zur Prävention. Wir verwenden dann so das nächste Mittel. Ist einfach eine Zusammenstellung von den effektivsten Kräutern, die Coronaviren hemmen an ihrer Fortpflanzung. Das sind sozusagen die Birth Control, die Antibabypille für die Viren. Das sind 7 oder 8 Kräuter. Mhm. Und die haben wir zusammengestellt. Das bei BioPure heißt es Scutalandro. Ja, das kommt von Scutellaria. Scutellaria ist das Helmkraut. Helmkraut hat eine ganz, ganz wichtige Position. Das ist das Mittel gegen die Retroviren. Ja, diesen Retrovirenanteil von Covid. Das ist, wo alle Unis versagt haben und alle, auch in Deutschland, alle Ärzte, alle Heilpraktiker, weil der Fokus immer auf den Virusanteil, 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 dass der ganze Schwanz von Retrovirus dranhängt, der ganz anders behandelt werden muss, ist eine übersehen worden. Also Luc Montagnier und ich waren sehr befreundet. Wir hatten eine enge Beziehung und Luc hat ja Nobelpreis bekommen für die Entdeckung vom HIV-Virus und war also der Top-Virologe in den 80er Jahren, oder? Und ist der Top-Virologe geblieben, oder? Ja. Und er hat eben jetzt in der Covid-Zeit nachgewiesen, dass ein großer Teil von diesem Virusgenom ist HIV und muss wie HIV behandelt werden.
Und als er das veröffentlicht hat oder eine Woche später war er tot. Das ist ja auch ein eigenartiger Zusammenhang, den man nicht übersehen darf, oder? Und aus der frühen Zeit, aus den 80er Jahren, da war ich ja voll mit dabei, bei den frühen AIDS zu gucken, welche Patienten überleben, welche nicht. Und war befreundet mit Judy Mikovits. Judy Mikovits hatte im Labor von NIH, National Institute of Health, den Auftrag, ein Mittel zu finden, was diese AIDS-Erkrankung stoppen kann, oder? Und sie hatte ein Interferon Alpha gefunden, das hundertprozentig effektiv war. Und dann gibt es ein Kraut, was dieses Interferon Alpha anregt. Und das war das Helmkraut. Und als sie das entdeckt hatte und die entsprechende Arbeit veröffentlichen wollte, hat ihr Vorgesetzter das gestoppt, das Ganze. Und der Vorgesetzte von ihr war Anthony Fauci. Ja. Ah, alles Und klar. von daher kennen wir Anthony Fauci, kenne ich als Schwerverbrecher aus den 80er Jahren bereits, ja, der ganz, ganz wissenschaftliche Entdeckungen und Forschung unterdrückt hat, aufgrund von seinem Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen. Und aber von daher ist in diesem Scutellandro eben das Helmkraut, Scutellaria, der wichtige Inhaltsstoff. Sind also nicht alle Stoffe in gleicher Menge drin. Ja, der zweite wichtige Stoff heißt Bitter Melon. Ja, das sind die beiden Substanzen, die Judy Mikovits damals gefunden hatte, die den Retrovirus unterdrücken und eine Replikation verhindern. Und dann die ersten schulmedizinischen Mittel, das AZT, hieß es damals, für HIV, die ersten Mittel, die effektiv waren, waren Kopien vom Helmkraut, ja, wo also der Helmkrautanteil, der funktioniert hat, wurde rausgenommen und dann patentiert und dann eben als Pille verpackt. Und das hat ja funktioniert, oder? Aber wie gesagt, die Forscherin, die das entdeckt hat, die ganze Arbeit gemacht hat, war Judy Mikovits. Sie lebt zum Glück noch. Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Und sie hat ja dieses Buch offiziell veröffentlicht von Robert Kennedy Jr., oder es heißt The Real Anthony Fauci. Ja. Und da hat Judy ihre eigene Erfahrung über dieses Buch vermittelt, über den Herrn Fauci. Aber wie gesagt, wichtig bei der Behandlung von, das ist für alle, die hier zuhören, oder egal ob geimpft oder nicht geimpft, aber eingebaut in den Covid ist eine kleine AIDS-Erkrankung, ja, die wir alle haben, zu einem gewissen Grad oder weniger. Und um dies zu stoppen, brauchen wir antiretrovirale Mittel. Und die zwei führenden Mittel sind in diesem Scutellandro eingebaut. Im Englischen heißt es, ja, wir haben in Amerika, die Firma BioPure heißt es Vital 9. Und bei Key Science, habe ich vergessen, ja. Also es gibt dieses Mittel, diese Kräuterzusammenstellung, haben wir sichergestellt, dass es auf der ganzen Welt gibt. Und das ist so unsere Grundtherapie für Long-Covid und für Impfschäden, diese Grundtherapie, diese Kräuter, wo dieser antiretrovirale Anteil vom Virus das Wichtige wird. Ja, denn woran Leute nachher sterben, ist genau wie bei AIDS, ist nicht an Corona, sondern sie sterben an Krebs. Sie sterben an einer Lungenentzündung. Sie sterben an einem Suizid, weil die Depression auch mit eingebaut ist in den, nicht in den Virus, aber in den Impfstoff, oder? Und das heißt, die Langzeitwirkungen sind diese ganzen Dinge, die entstehen durch diese Immununterdrückung. Und die können wir natürlich messen bei Armin Labs, können wir feststellen, inwieweit die nachweisbar ist. Wir können nicht alles messen. Es gibt ja, was das Immunsystem angeht, wisst ihr vielleicht, oder? Alle 3 Tage gibt es wieder ein neues Interferon oder einen neuen Stoff, den unser Immunsystem auch bildet, der ganz, ganz wichtig ist, oder? Und dann die ganzen 4000 Spezies von Darmbakterien, oder? Von denen jede Spezies, die da ist, erzeugt eigene immunaktive Stoffe, die wir brauchen. Und das ist noch lange nicht überschaubar, was wir alles brauchen. Eine Sache kann ich vielleicht noch sagen. Die Leute mit den schweren
Verläufen von Covid, egal nach der Impfung oder ungeimpft, waren die Leute, die eine Armut an Bifidobakterien haben im Dickdarm. Ja? Und dann der Fehler, den Leute dann gemacht haben, um dann zu zeigen, dass es ja gar nicht so stimmen kann, oder? Die Pharmaindustrie hat eine Studie angelegt, wo sie Leuten Bifidobakterien gegeben haben und haben keinen Unterschied gesehen. Jetzt ist es so, einmal wurden in dieser Arbeit wurden die Bakterien so gegeben, dass sie alle zerstört werden im Darm, im Magen, ja, weil die nicht säuregestützt waren, die Kapseln. Und dann das andere ist, dass die Wichtigkeit der Bifidobakterien ist im Dickdarm. Die müssen per Einlauf gegeben werden, nicht oral, sondern per Einlauf. Und ja, das ist eine fantastische Zusatztherapie für, oder die Zuhörer, die wo jetzt schon 4-5 Mal Covid hatten, oder? Ja. Ist immer dran denken, ihr braucht Bifidobakterien von hinten her und ihr müsst gurgeln mit Propolis. Das ist so unser anderer Trick geworden, den Leute wirklich hören sollen, dass die Stelle, wo Covid weiter und weiter überlebt und reproduziert, sind die Lymphgefäße im Hals. Ja, im Deutschen nennen wir das den Waldeischen Rachenring. Ja, das sind verschiedene Lymphstrukturen im Halsbereich, wo die Mandeln eine richtige, wichtige Rolle spielen, wenn sie da sind. Sonst wird die Rolle übernommen von anderen Lymphknoten. Und das ist die Stelle, wo der Virus überlebt und sich weiter fortpflanzt im Stillen. Und immer darauf wartet, dass die Immunlage vom Patienten niedrig ist und dann streut er von da aus. Und dann haben die Leute das Gefühl, sie haben jetzt schon zum 5. Mal Covid. Nein, das ist der gleiche Covid, den sie zum ersten Mal hatten, ja, der hier überlebt hat. Und um das Ganze auszuschalten, haben wir ein Gurgelsystem entwickelt aufgrund der Literatur. Das ist eine Mischung aus Cistus und Propolis, mit der gegurgelt wird. Bei KI Science, ist es verfügbar, so eine große Flasche. Damit gurgelt man. Jeden Abend ist fantastisch, die Verbesserung von Leuten über die Zeit, die das machen. Es gibt es jetzt auch bei BioPure, da weiß ich nur den Namen nicht. Ja, die haben, wir checken das, wir googeln das. Die haben noch ein paar andere Dinge dazu gesetzt, aber das ist wirklich ein übersehenes. Die Chinesen wissen das, oder? In China ganz. Ich habe eine chinesische Mitarbeiterin, die immer die ganze chinesische Literatur aufarbeitet und die erfolgreichste prophylaktische Prozedur, die Leute, die schon 2-3 Mal Covid hatten, um nicht wieder Covid zu bekommen oder die entsprechenden Symptome zu bekommen, ist das Gurgeln mit Propolis-Tinktur. Ja, ist die erfolgreichste Prozedur. Die haben alles versucht, Interferon-Spritzen oder Thymosin-Alpha-Spritzen und alle möglichen Antikörper-Spritzen. Nein, das Gurgeln mit Propolis war am erfolgreichsten. Und das heißt, für uns ist es heute jeder Patient. Ja, wir leben in dieser Post-Covid-Zeit. Jeder braucht Bifidus von hinten her. Das ist nicht für alle denkbar. Manche Frauen eher als Männer, für uns Männer. Da gibt es historisch, oder viele Männer sind gefoltert worden im Mittelalter auf diesem Weg von hinten her. Und da besteht noch eine unbewusste Angst bei uns Männern, irgendwas von hinten her einzuführen. Mhm. Ja, für die Frauen sind es andere Stellen, über die Folter gemacht wurde. Und aber wie gesagt, Bifidus von hinten einführen, ist fantastisch. Kann einfach die Kapseln auflösen im Wasser und als Einkauf geben, als Einlauf geben. Das kann man ja, wenn man so eine Leberentgiftung gemacht hat, dann fastet man. Man macht ja diese Kaffeeeinläufe, vornehmlich auch mit grünem Kaffee, oder? Und dann kann man ja das danach noch einführen, oder? Absolut, absolut. Das ist also für die Leute, die einmal diesen Weg eröffnet haben, ist das mit dem Bifidus absolut kein Thema. Und dann eben der Partner dazu ist von oben her das Gurgeln mit Propolis. Und wir haben eben gesehen über den ALT-Test, wenn wir da noch Cistus dazugeben, dann ist das fantastisch. Ja. Vitamin D ist wahrscheinlich für dich auch wichtig, oder weil das hat ja... Das ja, Vitamin D sprechen wir gar nicht mehr drüber, oder weil Vitamin D... Alles klar. Wollte ich nur noch mal so ein Artemisium, das sind ja auch so die Sachen, die so stark waren in der Zeit. Und übrigens, was Vitamin D angeht, ist vielleicht wichtig, an dieser Stelle mal das zu sagen. Oder jetzt kommt ja diese
furchtbare Kombination von Grippeimpfung und von Covid-Impfung, oder? Genau, da wollte ich mit dir noch drüber sprechen. Ganz kurz, und sagen, kann ich das abhaken, oder? Covid-Impfung, das ist inzwischen ja veröffentlicht, hat nie irgendeinen Fall von Covid verhindert, hat aber genug schwere lebenslange Nebenwirkungen gehabt bei vielen Leuten. Viele sind gestorben durch die Impfung, viele sind lebenslang neurologisch krank und haben ihr ganzes Leben verloren eigentlich dadurch durch die Impfung, sodass, und es ist relativ klar von uns Praktikern, durfte ja keiner veröffentlichen, dass die einfachen Hilfsmittel, die wir verwenden, so erfolgreich waren, um Covid in eine milde Erkrankung zu verwandeln. Und wir haben diese chronische Covid-Erkrankung voll im Griff, dass es absolut keinen Grund gibt für die Covid-Impfung. Das ist wie russisches Roulette, oder? Wenn jemand dadurch erkrankt, sind es oft lebenslange Schäden, die gesetzt werden. Okay, das ist immer der Covid-Impfung-Anteil. Was den Grippeimpfung-Anteil gibt, gibt es eine Arbeit, ich habe leider das Jahr vergessen, ungefähr 2012 oder so, wo verglichen wurde die jährliche Grippeimpfung und die schützende Gabe von Vitamin D. Und dann wurde geschaut, wie viele Leute erkranken an Grippe und wie schwer erkranken sie an Grippe. Und der statistisch, der Unterschied, statistisch gesehen, war so gravierend, dass die Forscher selber diesen Perplex ausdrücken mussten in der Arbeit, ja, dass die Leute mit Vitamin D-Schutz so viel weniger Grippe hatten und so viel leichtere Verläufe hatten, wie die, die die Grippeimpfung hatten. Ja, dass also von daher für die Grippeimpfung absolut keine Indikation besteht. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich, dass in der Grippeimpfung ist heute immer noch Quecksilber drin. Und es ist einfach, und Quecksilber zerstört das Gehirn. Da gibt es keinen Grund. Und es ist nicht wie russisches Roulette, sondern da ist eher umgekehrt, oder? Vielleicht eine von den 9 Kugeln ist unschädlich und 8 sind tödlich bei der Grippeimpfung. Und diese Kombination von 2 tödlichen Dingen in einem Impfstoff, also da wünsche ich allen viel Glück, die dazu sagen, oder? Und hoffentlich sind es genug, die zusagen, dass die anderen nicht gezwungen werden, diese Impfung auch zu haben. Ja, und das ist ja, da kommt ja dann auch noch auf uns zu, dass wir dann letztlich dann gebeten werden in einen Volkskrieg, oder? Der, wo wir uns nur noch mit Waffengewalt sozusagen schützen können vor den Institutionen. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht. Aber es wird sicher genug Freiwillige geben, die freiwillig aufs Schafott gehen. Ja, ja, der Gesundheitsminister hat ja von Prävention gesprochen hier. Und dann habe ich zuerst gedacht, oh, der spricht von Prävention. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich weiß, der meint ja jetzt Impfung damit, ja. Und dann habe ich schon gedacht, oh mein Gott, jetzt gerade wenn die wollen ja jetzt auch eine mRNA-Grippeimpfung entwickeln oder sind dabei, ne? Das ist ja schon alles sehr spooky. Ne? Ja, wir werden natürlich beobachten, was alles noch kommt. Du hast, also das heißt, die starken Auslöser sind ganz, ist eigentlich das Covid und dann kommen diese ganzen Epstein-Barr und wie sie alle heißen, die reiten sozusagen auf dem schwachen Immunsystem. Kann ich das so vereinfacht da sagen? Ja, absolut. Wir wissen das praktisch bei allen Covid-Erkrankten, Epstein-Barr. Es gibt, wir haben jetzt mal geschaut in meinem Labor hier in den USA, von den letzten 100 Labors, die wir eingeschickt haben, waren alle 100 positiv für aktiven Epstein-Barr. 100 von 100. Wahnsinn. Ja, also da brauchen wir gar nicht mehr im Labor zu gucken, oder? Wir sind einfach ein Teil der Symptome, die der Patient hat. Und dran denkt, Epstein-Barr macht Lymphome, Epstein-Barr macht Brustkrebs, Epstein-Barr macht chronische Müdigkeit. Das heißt, nur einer von den Viren ist für relativ viel verantwortlich. Aber dann, wenn du dann denkst, noch Coxsackie macht eine Herzschwäche, macht chronische Müdigkeit, macht Nebel im Gehirn, auch bei allen aktiv, oder? Zytomegalie bei allen aktiv. Das heißt, das sind nur die paar, nach denen wir schauen. Es gibt Hunderttausende von humanen pathogenen Viren.
Und wir haben immer nur so die Spitze vom Eisberg. Wenn wir die angucken und das sind alle positiv, wissen wir, dass wir alle Virus durchseucht sind und Virus aktiviert sind. Und jetzt hängt es davon ab, wie der Körper damit umgeht, oder? Die Viren sind zum Glück seit Millionen von Jahren unserem Immunsystem bekannt und wir haben eigentlich Mechanismen, die in den Griff zu kriegen. Aber wenn genau diese Mechanismen ausgeschaltet werden, dann kriegen wir sie eben nicht in den Griff. Und das Gleiche gilt für die Lyme-Borreliose, oder? Viele, viele von euch Deutschen, oder sind mal gebissen worden, nicht unbedingt von der Zecke, sondern von der stechenden Fliege, von der Spinne, von der von einem Floh und habt den Borrelia, irgendeine Art von Borrelia abcellii oder wie sie alle heißen, bei euch in uns und schlummert so vor sich hin und ist gut unter Kontrolle vom System. Jetzt kommt Covid oder die Covid-Impfung dazu und der Körper kann es nicht mehr kontrollieren. Viele von euch deutschen Patienten, die zu mir den Weg nach Seattle gegangen sind in die Praxis, die meinten, sie haben eine schwere Langzeitverletzung durch Covid, sind einfach aktive Borrelienpatienten, oder? Die wir schnell in den Griff kriegen durch die Borrelienbehandlung. Aber wenn keiner schaut, dann kann es jahrelang gehen, bis die Leute Hilfe finden. Das heißt, nochmal, um das nochmal ganz klar zu machen, die sind sowieso aktiv, wir haben sie alle, mehr oder weniger. Und ich meine, ich weiß, ich hatte Bruce Lipton ein Interview, der sagte auch, hey, 98% der Menschen haben ein Immunsystem, das ist einfach fit, das ist nur unser, wie wir uns verhalten, dass wir dafür halt offen sind und unsere Gene nicht richtig abgelesen werden und so weiter. Das hast du ja auch jetzt so sehr, sehr intensiv und gut erklärt, ne? Das heißt, aber das ist es, das ist eigentlich sowieso, wir müssen keine Angst haben vor den Viren, sondern eher davor, dass eher sehen, dass wir stabil sind, dass unser Immunsystem wieder in Gang kommt, dass wir entgiften und dass wir, ja, dass wir uns um uns kümmern, dass unser Körper auch seinen Job machen kann oder das Immunsystem. Ne? Okay. Hast du schön gesagt. Stimmt so. Ja, wie ist es mit der. Eine noch eine Frage, wie ist das mit dieser emotionalen Vergiftung? Weil die ja sich auch, also du bist ja auch da, du hast dich, du hast eine tiefe Erfahrung mit Meditation und auch mit sich loslassen und so weiter. Wie ist da deine Erfahrung? Was kann da helfen? Traumata auch. Und gut, ich sag's aber mal, also ich traue mich einfach mal, das mal ganz ehrlich zu sagen. Bei den Geimpften ist eine Verletzung entstanden von dem energetischen Immunsystem, wie ich es mal nenne. Es ist diese Verteidigung auf der geistigen Ebene, auf der geistigen Welt. Und was wir sehen, ist, dass bei vielen Geimpften, manchmal auch bei den Leuten, die schwere Verläufe Covid hatten oder gar keine Evidenz hatten von Covid, aber es trotzdem haben, dass da Risse in der Aura sind. Und dass Entitäten und Dämonen aus der geistigen Welt andocken bei den Patienten. Die Patienten völlig psychisch durcheinander sind und psychisch verändert sind. Das sind so die schwersten Fälle, ja, mit denen wir zu tun haben, wo wirklich Interventionen auf dieser Ebene notwendig sind. Ähnlich wie die Exorzismen, die beschrieben sind im Neuen Testament von Jesus. Ja, das muss ich mal sagen, ist so der Extremfall, der aber in unserer Praxis jeden Tag sichtbar ist, dass also sozusagen durch die Impfung eine Annäherung entstanden ist von diesen dunklen Teilen der geistigen Welt und unserer physischen Welt und dass immer mehr Leute beeinträchtigt werden durch dieses Ungeheilte auf der anderen Ebene, ja, wo die ganzen Verstorbenen sind, die nicht ihren Weg in Richtung Heilung weitergehen konnten. Darf ich und kann ich dazu im Moment nicht sagen. Das ist aber so, das geht so ineinander über mit dem, was emotional erscheint oder mental erscheint, Schizo erscheint. Und Leute sind durch die Impfung, ganz besonders, habe ich am Anfang ja schon gesagt, wirklich in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit völlig verdreht. Ja, wo schwarz weiß ist und grün ist blau und gelb ist
wo eine völlige Verdrehung der Realitätswahrnehmung ist. Und bei Leuten, bei Professoren, und ich habe ja nun viele oder aus dem akademischen Bereich, viele Ärzte, viele Wissenschaftler einfach nicht mehr wahrnehmen können, was offensichtlich ist und was nicht. Ja. Es ist ganz, ganz schlimm für uns, das zu sehen, weil es natürlich betrifft die Politiker. Ich bin ja in den USA tätig in hohen politischen Kreisen oder in der Regierung und behandle viele Leute von dort, die in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit völlig verblödet sind, völlig eingeschränkt sind, völlig und gefährliche Entscheidungen treffen für uns alle. Oder das ist natürlich nachher dann das Schlimme. Aber so auf persönlicher Ebene, ich empfehle alle, vor allen Dingen Ehepaare, die miteinander, wo ein Auseinanderfallen der Ehe so bevorsteht, empfehle ich zu warten und beide für Long-Covid zu behandeln. Ja, lange sollten, oder es gibt ja so ein einfaches Mittel, kriegt ja auch bei BioPure, das heißt Vedicinal, ja, Vedi wie Veda, wie die ayurvedische Schule von Veda, Vedicinals. Das ist so eine Serie von kleinen Fläschchen, in denen diese ganzen Bioflavonoide und Polyphenole drin sind, die heilend wirken bei Chronic Covid. Das ist ähnlich wie die Tinkturen, die ich empfehle. Ja, unsere sind stärker, aber sind ein bisschen mehr nicht so gut verpackt, oder man muss das ein bisschen überlegen, wie viel nehme ich davon, eine Pipette oder einen Teelöffel voll. Und bei dem Medicinals ist es so vorgeschrieben, das sind so eine Packung mit, glaube ich, 16 Fläschchen. Ist auch teurer, kostet ein paar hundert Euro. Aber also bei denen von euch, wo Ehen auseinanderfallen, empfehle ich, warten, lieber mal beide zu behandeln, auch Covid, bis die Vernunft wiederkommt. Was ganz schlimm ist für uns zu sehen, sind die Kinder oder die jetzt auffällig wären, Kinder, die fast geheilt waren vom Autismus, die jetzt rückfällig werden, Kinder, die plötzlich in der Schule auffällig werden, die nicht mehr denken können, die nicht mehr rechnen können, die nicht mehr schreiben können, die hyperaktiv werden, die Kinder, die nicht mehr schlafen können, jetzt seit Covid und natürlich ganz besonders seit der Impfung, dass da so eine Entfremdung entsteht, wo die Kinder nicht mehr Kontakt zueinander finden. Es ist ganz schlimm und da eben bitte ich einfach die Zuhörer, diese Kinder brauchen Behandlung. Das sind aktive Virenaktivität, die sich da ausdrückt. Und es sind nicht die Kinder selber, sondern es sind die Gehirne und die Verhaltensweisen, die erzwungen sind durch den Wunsch der Konstrukteure von diesem Virus, oder? Dass dieser Wunsch und die Intention, die in den Virus eingegangen ist, in die Konstruktion, wird über den Virus an diese Kinder und auch an uns Erwachsene weitergegeben, sodass wir praktisch alle ferngesteuert sind, solange wir nicht bewusst dagegen anarbeiten. Und von daher ist es für mich wichtig, dass jeder, der lebt heute, der am besten ist, war in Kontakt mit dem Virus. Das heißt, der Virus hat Eintritt gefunden in uns. Und dann, wie der Körper damit umgeht, ist wahnsinnig unterschiedlich. Aber der Virus ist drin. Und der Virus bringt mit sich seine Intention. Die Intention, von der wir wissen, ist die Infertilität, die Unfruchtbarkeit. Aber es ist auch die Steuerung des menschlichen Willens, dass wir unseren eigenen Willen aufgeben und dem Willen der Medien und der steuernden Klasse, dass wir dem Willen uns beugen. Das ist eingebaut in den Virus. Und die einzige Art, wie wir dagegen angehen können, ist nicht mit dem eigenen Willen, sondern wir müssen erstmal den Virus behandeln und lahmlegen. Ja, und wenn wir den lahmgelegen haben, dann kommt unser eigener Wille wieder durch und dann können wir den eigenen Willen wieder einsetzen, um uns weiter zu steuern. Ja, aber der Virus ist wie so eine Radiosender, der in uns eingebaut ist, der ständig dieses Signal gibt, es ist alles in Ordnung, wehrt euch nicht, schaut in die Zeitung, was wahr ist, oder? Und schaut im Fernsehen, was wahr ist, oder? Und das ist eingebaut. Ich weiß es nun aus hoher Quelle, oder wir wissen, dass die beiden Firmen, BioNTech, oder?
ist jetzt ja spannend, oder dass die führende Beraterin von BioNTech, oder, hat den Nobelpreis gekriegt in der Medizin, zusammen mit einem engen Freund von Anthony Fauci, oder? Die beiden, den Nobelpreis in Medizin, das ist selbst ja ein Verbrechen, oder? Von der Charité gerade die Studie rauskam, der schweren neurologischen Schäden, die sie beobachten bei den Geimpften. Das ist also ein Extrem unserer Zeit, das wir da beobachten. Ja. Das ist unglaublich. Aber wir wissen, dass BioNTech und Pfizer sind unter der Fuchtel von dem sogenannten DOD, Department of Defense von den USA, beide Firmen. Und das Department of Defense ist unter der Fuchtel vom CIA. Und der CIA ist unter der Fuchtel von sehr, sehr wenigen einflussreichen Familien. Ja, und die gleichen Familien, denen heute die ganze Presse gehört, denen die ganzen Medien gehören. Und das heißt, es ist der Wille von ganz wenigen, der uns allen aufgezwungen wird, oder? Und die Impfung selber, da brauchen gar keinen Chip, der da mit eingebaut ist, sondern die Impfung selber ist der Chip, der in uns eingepflanzt ist, der sich einbohrt, einbettelt in unsere DNA und uns verändert. Und dagegen anzugehen, müssen wir wissen, wie wir den Virus stilllegen. Wir brauchen ein paar Tricks. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte. So, ich bin ja da nicht allein zum Glück. Oder ihr habt in Deutschland fantastische Wissenschaftler. Mehr als irgendwo in der ganzen anderen Welt. Wirklich Wissenschaftler, die sich ganz, ganz offen und ehrlich und wissend ausgesprochen haben zu diesem Thema. Aber es ist ja hoffnungsvoll zu wissen, dass wir alle relativ einfach uns behandeln können und dass es viele Möglichkeiten gibt, eine Antwort zu haben und dem zu begegnen. Und das sind ja, das hört sich erstmal für mich relativ einfach an, ne? Also mit Propolis gurgeln, Löwenzahn wächst ja fast bei jedem im Garten oder auf der Wiese. Also man kann sich erstmal sofort helfen und das ist ja das Hoffnungsvolle, ne? Und nochmal, was ich wichtig finde, ist ins Bewusstsein zu rufen, dass wir alle davon betroffen sind. Also das war jetzt für mich ein neuer Aspekt, weil ich dachte immer, ach, ich bin gar nicht betroffen. Jetzt denke ich natürlich schon, oh Gott, ich habe die ganze Zeit schon immer Halsschmerzen, schon seit Wochen. Jetzt denke ich schon immer, wäre vielleicht gut danach zu schauen. Das ist immer nur latent, aber ich habe nicht, obwohl ich mit Menschen zusammen war, die Corona hatten zu dem Zeitpunkt, aber ich habe das nicht gekriegt. Und dann denke ich, auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass das vielleicht auch schwelen kann. Ne? Und wir haben zum Glück ja Stellen am Körper, wo wir merken, wenn da was los ist. Und wir haben aber andere Stellen, wo wir nichts merken, obwohl da auch was los ist. Ja, das stimmt. Und das ist das Hoffnungsvolle. Ja, wir haben gerade einen Kongress gehabt mit über 40.000 Leuten und da haben auch sehr viele gute Leute gesprochen, Dr. Nils und Friedel, also sehr viele und auch eine Bekannte von dir, die auch einfach darüber gesprochen haben und da kommt mehr Licht in die Welt und ich freue mich jetzt ganz, ganz darüber, dass du so viel Wissen geteilt hast. Ja. Ich möchte mir da ganz doll mich bedanken, weil du das so mit so einer liebevollen Art machst und du hast dieses Wissen und bist einfach so ein, ja, hast noch diese Qualität des Herzens dabei und das ist so wichtig, weil auch das transportiert und bringt Heilung, ne? Und danke euch, ja, danke euch, dass ihr euer Forum aufmacht für mich, ja, das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ja, nee, das ist so wichtig und ich glaube, wir brauchen das jetzt und es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir alle aufwachen, dass wir alle fürsorglicher sind und vielleicht ist das der Weckruf. Vielleicht muss das erst so schlimm kommen, dass jetzt einfach, Gerald Hüther hat so schön gesagt, als die Dinosaurier ganz groß waren, waren die Säugetiere so klein, man hatte kaum gesehen, aber sie waren schon da. Ja, vielleicht ist es auf diese Art und Weise und ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, Dietrich. Vielen Dank. Ganz, ganz toll, weil es war wirklich sehr, sehr schön, was du gerade uns erklärt hast. Danke. Danke, ihr beiden. Ja, alles Liebe an euch. Und danke. Tschüss. Tschüss.